Ich muss euch ehrlich sagen, wisst ihr, was geil war? Ey, mit Uwe. Also Uwe, ey, habt ihr gestern ja gesehen auf Instagram. Oder in meinem Stream auch. Ey, Uwe, wenn du das hier siehst. Ah, das war mega geil. Aber dein McLaren, das ist nichts für einen Typen wie mich. Ich saß da drin in deinen Schalen sitzen. Eine fette Leberwurst saß drinne. Wie wenn die Leberwurst aus der Pelle quillt, weil sie angeritzt ist. Der Sitz hat mir hinten in die Schulterblätter gedrückt. Hat nicht gepasst für mich. Uwe saß so drin, wie Mika Häkkinen. Yay, yay, yay. Ich dachte, wow, Formel 1 Fahrer, aber ich... Keine Chance, Jungs. Mal rechts hier. Mutti, ich bin's, dein Junge. Der Mutti. Ah? Mutti, ich bin's. Hallo. Dein Sohn? Ja, ich hör's. Und? Liebst du mich? Ja, warum nicht? Wie kommst du da drauf? Einfach, ich wollte dich einfach mal anrufen. Weißt du, wo ich gerade hinfahre? Nee, wo hörst du dich hin? Buxtehude. Hä, was machst du denn da? Ja, der wohnt da, der Marcel. Ach so. Mutter, ja? Welchen Spruch hast du, ich wusste nie, dass es den Ort wirklich gibt. Welchen Spruch hast du immer gesagt? Du fragst mich Sachen, welchen Spruch habe ich immer gesagt? Mit Buxtehude. Ja, verschwind nach Buxtehude. Ja, irgendwas hast du immer, hast du gewusst, dass es den Ort wirklich gibt? Ja, kenne ich doch. Buxtehude, klar. Das hat man so gesagt, geh ab nach Buxtehude, komm nicht mehr zurück. Ja, ich hab nie gewusst, dass es das Ding, also vor 2 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es den Ort wirklich gibt. Das ist genau wie Asbach. Da sagst du auch immer irgendwas. Ah, der Scheiß ist doch Asbach uralt. Ja, Asbach uralt ist also nicht. Oder ab nach Emmendingen. Emmendingen, das ist bei uns Klapsmühle. Das ist bei uns die Klapsmühle. Gibt's sie noch? Nee, gibt's nicht mehr, gell? Doch, ich glaube, ja, es gibt noch auch die Hub. Ab. Die Hub. Mutter, ich bin hier in Hamburg, top. Ja, ich weiß, war ich auch schon. Warte mal kurz. Scheiß Flensburg ist auch hier in der Nähe. Pizza backen, vielen Dank. Flensburg, wenn ich das Schild lese, könnte ich kotzen. Warum? Ja, Mutter, was habe ich alles für Probleme gehabt, immer Führerschein. Ach, Flensburg, genau. Rechts fahren. Moritz TV, vielen Dank für deinen Zap. Herzlich willkommen, Mutter. Ich will nicht länger stören. Tschüss, Mutter. Tschüss. Das war meine Mutter, Freunde. Das war die Mutti. Hey, was geht? Alles klar, oder was? Grüß dich, dein König, ich bin's, ja? Kuss! Au, au! Wo ist das, Freunde? Ist normal. Ist klar. Hast du gehört, wie er mich gegrüßt hat? Mein König! Was ist der Anlass? Nö, ich... Fachmann, ich bin der König. Was ist euer Fachmann? Twitch. Google mal. Knossi musst du googeln, Knossi. Ich bin gerade live, die Leute sehen dich auch hier, 3.500 Leute. Ich bin der König. Immer schön so. Immer diesen, immer sauber. Gut, aber hat sie schon gut drauf, ne? Also tschüss, mi Lord, mi Lady. Goggle mal, die hat direkt Handy in die Hand genommen. Ja, ich bin hier im Stau. Der Arschloch. Ja, was ist das hier? Ist das immer so oder was? Wo bist du denn? In Hamburg noch, oder? Ja, ja, ich bin hier. A7. Ja, Digga, bist du schon durch den Elbtunnel durch oder noch nicht? Nee. Ja, willkommen in Hamburg, Digga. In Hamburg ist immer Stau. Das ist doch zum Kotzen! Ja, es ist halt so, kann ich nichts ändern, Digga. Wenn du nach Hamburg einsetzt, ist es immer Stau, prinzipiell immer. Bleib entspannt, bleib ruhig, ich beeile mich ja. Ich kann auch nicht schneller. Ja, alles entspannt, Digga, alles entspannt, Bruder. Ich hab fast alles verzockt, Leute. aber gut. Bye, mach schön, wisch die Bude nochmal durch für mich, komm. Piss dich, gar nichts, Digga. Putzfrau kommt erst Montag. Hast du das Bett gemacht wenigstens? Nee, nein, noch nicht. Mit mir ist anders, du wirst merken, mit mir ist anders. Mit mir ist das Leben schön. Ich hab gestern Abend richtig heftig gewichst und mich sauber gemacht, damit du ein bisschen gleich was zu naschen hast. Hast du an mich gedacht dabei? Nee, Digga, ich hab an alles andere gedacht, außer an dich, Digga. Gar nicht an mich? Doch kurz bin ich dir auf meinen Gedanken gekommen, ne? Nein, nein, gar nicht. Ja, aber was hast du? Natürlich, letztens rufst du mich an, fragst mich, ob ich Bock habe auf einen Dreier. Woher kommt das, der Gedanke? Der kommt ja nicht von irgendwo. Wann habe ich dich gefragt, ob du... ob ich einen Dreier machen will mit zwei Männern, hast du gesagt, ob das geht. Ich hab dich mal gefragt, wir haben mal drüber diskutiert, ob du
Der Dreier, also du, ein Mann und noch eine für deine Frau. Das habe ich gefragt. Du spinnst doch wohl. Dann hast du gesagt nein. Und dann habe ich dich gefragt, ob du ein Dreier bist, zwei Frauen und du. Und hast auch gesagt nein. Und dann wusste ich, du lügst. Ich glaube, die an dir vorbeifahren müssen auch echt denken, dass du absolut den maximalen. Soll ich dir mal ganz sagen, dass hier gerade die Leute sich freuen, mich zu sehen, den König mal live zu erleben, dass sie mal geil finden, dass ich privat unterwegs bin, nicht mit Anhang. Der eine macht Scheibe runter und sagt, grüß dich, mein König. Ja, wahrscheinlich. Ja, war gerade, die Leute waren live dabei. Ja, wie viel hast du denn bezahlt? Gar nichts. Der hat gesagt, grüß dich, mein König, willkommen zu der Ehre. Es ist so, es ist wahr. Weißt du, wie die Leute, ja. Ich zauber ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Aber meine Frage, wenn du steht ein König im Stau? Ja. Ja, okay. Aber ich weiß gerade, wo du bist. Du bist gleich im Elbtunnel und nach dem Elbtunnel lichtet sich das, weil wenn du durch den Elbtunnel fährst, wechselt von dreispurig auf zweispurig. Krass schon in Hamburg, ey. Ich leg jetzt auf, Digga. Tschüss, mein Lieber, ich fahr jetzt einfach hier lang. Bis gleich. Ciao. Fahr einfach wie Navi, dich schick. Ja, ciao, ciao, ciao. So, ich bin angekommen, Ralf. Wir haben schön zu Hause ein bisschen gekucki, lucki, lucki, mucki. Wir fahren durch Buxtehude. Was willst du mir jetzt zeigen? Mein Bordell. Da gehen wir jetzt hin. Der König ist on tour. Nein, wir fahren einfach ein bisschen durch die Hood. Du wolltest unbedingt den Döner bei Mehmet essen. Vielleicht fahren wir auch noch zu Mehmet. Schnell nach Hasefeld. Das ist so eine Viertelstunde Fahrt. Okay. Mehmet wird sich freuen. Ja, aber ich muss vor 6 im Schloss einchecken. Das kriegen wir easy peasy hin, Digga. Geil. Ey, ich muss euch ehrlich sagen, real life, wie ist es mit mir? Ja, ich freue mich schon, wenn der Tag zu Ende ist. Ja, du zoomst so in meine Fresse, Digga. Endlich bin ich da mit Marcel beim Ding hier. Bei Mehmet dem Ehrenbruder. Bei Mehmet dem Ehrenbruder. Da ist er. Der Echte, der Allerechte. Mehmet, sag mal Hallo hier. Hallo. Was? Nice, ey. Ich freue mich. Ich bin hier bei Mehmet mit Marcel. Ja, yeah. Geil. Gefällt dir heute denn mal? Ey, sehr schön hier. Ihr habt die braunen Häuser, die gibt es bei uns nicht. Die braunen Backsteinhäuser. Ich freue mich auch Ey, ohne Scheiß, kaum bin ich in Buxtehude, fahr jetzt zum Hotel, ich check jetzt im Hotel ein. Kaum bin ich in Buxtehude, ohne Witz, ist das Wetter schön. Ich fahr aus Hamburg raus, Wetter scheiße, ich komme in Buxtehude an, Wetter geil, krasser Tag heute. Mal gucken, ich denke mal heute Abend noch im Casino in Schenefeld, wird eine geile Nummer. So, sind wir auch im Hotelzimmer angekommen? Jawohl, schöner Blick oder was, Marcel, sagst du? Ja, das ist ein geiles Zimmer. Hier hatte ich früher Musikunterricht da vorne. Hat meine Oma mich immer hingefahren. Blockflöte oder was? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ich müsste die Oma fragen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte ich da vorne. Aber wirklich. Aber sag doch mal ehrlich, kaum bin ich da, ist Wetter schön. Ist dir das mal aufgefallen? Hamburg, ich bin da, Wetter schön. Ich gehe, heult. Ja, schönes Zimmer. Ja. Alter, wirklich ja, schönes Zimmer. Also wirklich. Darf ich jetzt einmal oder was? Geh, komm, do it. Mach jetzt. Du willst doch jetzt, was ist. Willst du mich verarschen oder was? Oder? Marcel, du bist Alto, Alter. Rockstars, Baby! Woo! Hier fick ich den Eier. So, Einweihungsgeschenk. Oder wie man es dann auch nennt von Knossi. Originale Rolex-Wanduhr, Digga. Bruder. Dieses andere, Digga. Also, da muss ich sagen, da geht die Liebe raus, Digga. Hammermäßig, das Ding. Guck mal, wo ich bin. Hier, guck mal, wer das ist. Gigi Migi. Wir fahren jetzt weiter, aber schöne Bude hast du mal lieber. Mhm. Komm heute Abend mit Casino. Oh, das ist leider schlecht. Ich muss mich mal an Aquarium kümmern und mal die Fische. Hä? Sieht doch bei dir ganz gut aus. Oh, du damit, oder nicht? Ja, zum Maul, Der Tag ist gekommen, an dem ich Russen-Eddie treffe. Ja, alle kennt ihn, ey, ehrlich. Ich treffe sie heute alle, ne? Ist unglaublich, ey. Eddie, wie ist es, mich zu sehen? Es geht. Wir gehen jetzt gleich los. Ein bisschen Chrissy, ein bisschen Crossy heute Abend noch ins Casino, ne? Mal gucken. Und er ist am besten angezogen von uns allen. Lass mal an, Schuhe, Gürtel, Hermes, Louis Vuitton, alles dabei. Ey, dankeschön. Piss dich. Das hast du aber schon mal besser hinbekommen, Digga. Ey, aber unter uns, Knossi, hörst du sagen, du hast ein Problem mit Spielen? Ja, was? Oh, ich bin hier mit meinen Freunden und meinen Kollegen hier und haben Spaß. Aha! Und auch noch auf der letzten Umdrehung, ne? Auf der. Letzter Spin, Alter, letzter Spin! Am letzten Spin, ohne Scheiß! Hä? Das war dir gegönnt, Digga, kannst du mir direkt meine Schulden wiedergeben? Das sagt dann nichts mehr, Digga. Ach, Schloch. Oh ja, hier, Jossi! Oh ja! Da, stopp rein! Wollt! Oder wir starten nochmal! Nein, Teil runter, dann Teil runter. Noch rein und rein. Ach, schade, egal, aber jetzt.
mal wieder hochstellen. Aha. Der Mond. Warte mal, hier jetzt nochmal den Profi, Digga. Nochmal drauf, so. Einmal. Oh. Oh, oh, oh. Du ein Sohn. Ey, wie sind die Gefühle bei Crisscross für dich? Das ist der Automat, der mich mir Spielen schmackhaft gemacht hat, wollen wir es mal so sagen. Geil. Leute, mega Spaß und vor allem ihn kennengelernt hier. Kennt ihr ihn? Der Papa, der ist hier bekannt als der Eismann. Der Papa. Oh, das sieht doch ganz gut aus hier. Ja. Nossi, wie läuft bei dir? Ganz angenehm. Wie viele Freispiele hattest du schon? Die kommen noch gleich. Position ungenau. Suche Satelliten. Schlampe! Du kommst hier, bleibst hier, gehst nicht, geht nicht, fick dich, Spiel und Ticken, tick dich, das nur. No joke, mir steht das nicht. Doch, dir steht das nicht. Wo denn? Wie, wo denn? Warte, mach nochmal hin. Jetzt steht's hier. Wo genau steht mir Kette, Blair? Guck mal mich an. Das verzockst du heute Abend. Warum filmst du mich jetzt ohne Cap? Ich mag das nicht. Blackjack war schön, ne? Blackjack war scheiße, aber ich hab Bock. Der hat noch übrig vom Blackjack, dann kriegt euch die Toilettenfrau. Toilettenfrau, 50 Euro für die Toilettenfrau, ey, nice. Diese Reise, dieses Ägypten aus Hamburg aus, dieses die ganze Welt bereisen, Sphinx 3D und rein in den Tempel, Baby. Oh ja. Oh. Mach die Hand, Digga. Baby, oh Baby. Fazit bisher des Abends. Bei mir nicht gut, no gut, aber 29 gerade gehittet. Der Russe hat Spaß. Cocktails for free kriegen wir heute irgendwie. Und beim die Bücher sind gekommen. Ja, aber du tust jetzt so, als wäre ich hier dick abgekämpft. Nein, hast du nicht, hast du nicht. Ich bin ungefähr mit dem hingegangen. Ja. Was ich, das war eiserne Reserve. Ja, das sind, ja, also ist in Ordnung. Ich bin nicht Minus. Aber nö. Auch nicht dick plus. Nö, entspannt. Leute. Aber wir haben einen geilen Abend, Leute. Ich kann es euch sagen, wir haben einen geilen Abend. Aber viele Leute hier, die dann mit mir am Roulette-Tisch sind und ballern. 29 gerade gekommen. Ich habe die 29 noch nie so voll gesehen wie gerade. Geiles Casino, mega Spaß. Alles fett, Mann, oder? Ich war gerade bei Memo. Dann soll er fressen, bezahlt isse. Dann gehe, bring. Bring Pizza, Memo. Geile Jeans, Alter. Wow, geiler Typ, Alter. Wenn die Taschen schon richtig leer sind, Digga, und der Abend richtig beschissen gelaufen ist, dann schmeckt einfach dieses Bild, Digga. Alter! Auf 20 Euro 12.000 gewonnen. Nur sie. 12 Millionen Tagesgewinn hier im Casino. Wie das Ding reinkam. 4 Stück. Er schön auf Rotation langsam. Bam! Taschen werden wieder voll. Besser ist es, Digga. Es ist Freunde, unglaublich. Merkt euch das. 12 Mille. Guten Morgen, Leute. Was war das für eine kranke Nacht, ey? Bei mir lief richtig mies. Es lief richtig mies, ey. Oh, geiler Trip und geiler Abend dennoch gewesen. Ja, aber ich habe wieder die Seuche gehabt. Das war wieder Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt noch in Buxtehude. Mir gedacht, ein kleines Käffchen. Und so viele Leute, die mir schreiben. Ich glaube, die meisten Leute wissen, in welchem Hotel ich bin. Dann kommt halt kurz vorbei. Von mir aus, dann machen wir ein, zwei Fotos. Wenn ihr denn unbedingt wollt, dann ist das eure Chance. Dann kommt jetzt. Das war wirklich einer der krassesten Trips, so, die ich gemacht habe. Das ganze Hamburg-Ding, Reeperbahn, Flying Uwe, dann die Shop-Eröffnung. Das war schon alles, Leute, das war alles wirklich verrückt. Ey. Gestern nochmal der Win von Marcel. Unglaublich, ich konnte es nicht glauben. Hab mich gefreut, wie wenn es mein eigenes Geld ist. Saß daneben, ich glaube, keiner hat so laut durchs Casino geschrien wie ich. Ihr kennt mich, ja. Nur bei mir lief es wieder nicht. Egal, dafür habe ich eine Frau, eine schöne und ein tolles Kind. Das ist auch mal schön hier. Hey, gerade hier schön Käffchen bestellt. Da kommt Käffchen. Aber eine schöne ganze Kanne gleich für mich hier. Ja, schön. Ja, da kommt einfach einer vorbei hier und leistet mir Gesellschaft, mein Freund. In dieser schweren Zeit, ey. Schön, dass du da bist. Der Kelloggs, Mann. Bist jetzt einfach hierhin so schön, ne? Entspannt, schön, freue ich mich auch. So, wir waren jetzt gefühlt schon 10 Minuten darauf, dass Knossi von der Bank kommt. Der musste noch Geld abheben, weil ein bisschen geliehen für Spilo. Der hat 10 Minuten, ich glaube, der ist hintenrum weggelaufen, Digga. Und der Digga, der ist, ich glaube, der ist geflüchtet.
Den Hut hast du mir mitgebracht, oder was? Ja, klar. Für dich. Geil, ey, da freue ich mich. Der passt auch. Gib mal her, lass mal gleich mal anprobieren. Ey, da danke ich dir, mein Lieber. Mal anprobieren hier. Ah ja. Steht hier. Der nächste Kollege kam an, Alter, mit geilem Moped. Aber nur hier auf dem Hof fahre ich eine Runde. Ja, alles gut. Ja, ich fahre mit deinem Mofa eine Runde, Junge. Ist das was, oder was? Ja. Aber ich kann nicht schalten, ey. Das ist nicht schwer. Mache ich meine Schuhe dreckig da? Nein. Ich versuche, Junge. Der wohnt halt in Hasefeld, da wart ihr gestern ja. Steht mir oder was? Dönermann. Hä? Ich bin früher immer Roller gefahren. Ich hatte auch mal einen Roller. MBK Nitro. Mit ihm hat alles angefangen. Aha. Ah, schöne Musik hattet ihr im Auto gerade. Richtig geil, der Kapitän, jetzt ist er da. Der Captain, wohin die Reise heute? Überall. So, eigentlich wollte ich, ey, krass, Buxtehude, wirklich krass, ohne Scheiß. Was ein Trip hier, unglaublich. Ich muss eigentlich dringend nach Hause, beziehungsweise, was heißt dringend, aber ich will natürlich früh zu Hause sein. Ich habe 700 Kilometer, aber jetzt ist noch mit Mehmet grillen. Der Dönermann, ja, wenn ich schon mal da bin, dann gehe ich da natürlich auch vorbei. Marcel dabei und dann gehe ich mal kurz noch mir ein Steak inhalieren oder was, bevor ich nach Hause fahre. Hab natürlich auch geplant, dass ich heute noch ein IRL-Stream mache für euch aus dem Auto raus. Also warten wir mal ab und jetzt geht's erstmal zum Grillen nach Stade. War ich in meinem Leben auch noch. Ich bin tatsächlich heute noch beim Dönermann, wo ich gestern war, hier am Start. Und ey, ich sag euch ohne Witz, no joke, mega. Ey, danke schön für die Einladung, ne? Euch allen. Ey, wirklich nice. Wo ist Mehmet? Mehmet am Start hier. Bester Mann hier. Aber vor allem dieses Hähnchen. Das ist ein Hähnchen in der Form, wie ich es noch nie hatte. Hammer. Hier tut gut, ehrlich. Ja, ich merke, aber jetzt muss erstmal mein Magen. Bisschen laufen. Du hast hier auch noch am Start. Wie war das Essen? Ey, Mehmet, ey. Ihm, wallah, was für Also noch für den Weg mit Adana Kebab schön gerollt für auf dem Weg gleich. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe null Bock jetzt 7 Stunden. Ja? Schön, ey. Kein Bock 7 Stunden jetzt zu fahren hier. Aha. 15, ne? Best 15. Geh morgen immer zum Tierarzt. Hallo, hallo, geh mal gleich im Wald. Geh mal gleich, Gassi. Komm her. Geh mal gleich im Wald. Gehen wir gleich eine Runde Gassi, ja? Uiuiuiui. Stabil. Ja, ist einfach gut, wenn man den Förster auch persönlich kennt. Ja, wunderbar hier. Ja, Herr Förster Schwarz. Da ist er wieder unterwegs. Ja, wunderbar. Oh, so Leute, jetzt endlich mal nach Hause auf dem Weg. Ey Leute, das war ein krasser Trip, ey. Ich glaube, ich kann mich heute nicht nochmal in einer Raststätte mit irgendwelchen Leuten treffen. Ich habe jetzt 700 Kilometer vor mir, Leute. Sonntag, 17.52 Uhr. War ein nicer Trip. War expensive durch gestern, aber scheißegal. So viele nette Leute kennengelernt. Es war mega mit euch allen, jedem Einzelnen von euch, der mir auch geschrieben hat und den ich getroffen habe. We'll be right back.